0, also sozusagen unten bei der kleinsten Wert, x gleich minus unendlich, ist sie 0. Und dann steigt sie monoton an und landet schließlich bei der 1. Da oben ist die 1. Das ist dann die zugehörende Normalverteilung. Das ist ein bisschen mühsam, das hin auszurennen. Das Große, wenn man das kleine f, das kann man zur Not noch ausrennen. Aber das große f dann ausrennen, da muss man ein bisschen aufpassen. Weil das ist ein hässliches Integral, da oben steht. Minus x minus, also wenn man μ gleich 0 setzt und sigma gleich 1, wird es einfacher. Aber dann ist immer noch ein e hoch minus x Quadrat Integral. Ist nicht, kein Grundintegral, finden Sie nicht so einfach. Also kriegen Sie nicht mit elementaren Methoden raus. Okay, das war, was? worüber wir bis jetzt geredet haben, waren sozusagen sogenannte kontinuierliche Verteilungen. Es gibt aber, eigentlich gibt es eigentlich nur die, es gibt auch diskrete Verteilungen. Das heißt, der Ereignisraum ist endlich, typischer Fall, Würfel, wenn man hat also 6 Elementareignisse und die kann man beliebig oft kombinieren, kann sie auch wiederholen und so, aber es sind immer endlich viele Elementareignisse und wenn man dann so die entsprechenden Untermengen zusammenfasst, also mehrere Elementareignisse oder so, dann kriegt man den entsprechenden Wahrscheinlichkeitsraum, aber es stellt sich raus, dass man dann eben, da es endlich viele Werte hier sind, dass dann auch natürlich die Wahrscheinlichkeits-, also die Verteilungsfunktion auch nur endlich viele Werte annehmen kann. Und das bedeutet, dass die Verteilungsfunktion so Sprünge macht. Nicht? Die macht einen kleinen Sprung, dann einen großen Sprung und dann wieder ein paar kleinere Sprünge. Das ist eigentlich der typischere Fall. Nicht? Wenn Sie also Münzen werfen, das ist ein typischer, darüber reden wir gleich, wenn Sie ein Experiment haben, wo nur zwei Möglichkeiten auftreten. Also Münzen ist typischer Fall, Kopf oder Zahl. Und wenn die jetzt zufällig mal nicht vollständig symmetrisch ist, dann hat eben die eine, dass die Zahl auftritt, möglicherweise eine größere Wahrscheinlichkeit, als dass der Kopf auftritt oder umgekehrt. Und das, ich habe es glaube ich jetzt so gemacht, dass P, die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf auftritt, heißt P und die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl auftritt, heißt Q oder 1 minus P. Und wenn man jetzt die Verteilungsfunktion von diesem Ding hier aufschreibt, von einem Experiment, wo Sie n mal diese Münze werfen. Also n ist die Anzahl der Würfe und dann kriegen Sie eine Summe über k und x ist die Anzahl, wie oft der Kopf auftritt. Nicht, wenn Sie also so einen Wurf haben mit n Würfen und dann zählen Sie nach, wie oft war in diesem Stichprobenexperiment, wie oft war Kopf vorgekommen. Das ist die Zahl x. Die können Sie durchrauschen von 0 bis n. Und wenn Sie die durchrauschen von 0 bis n, also x müsste hier stehen, 0, 1, 2, 3 bis n, dann kriegen Sie für jedes x diese Zahl hier. Diese Klammer, ich mache es vielleicht hier deutlicher. Moment, ich gehe mal gleich weiter. Dann sehen Sie das. Ich werde es gleich nochmal genauer erklären. Also wenn Sie eine, kurzer Schritt zurück, wenn Sie eine solche diskrete Verteilungsfunktion haben, dann gehört natürlich dazu auch eine sogenannte Dichte. Aber das ist keine Dichte mehr in dem Sinne, dass Sie sie ableiten können, sondern es ist einfach die Höhe der Sprünge hier. Nicht? Also der Sprung hier, das ist der, oder die Differenz, wenn man so will. Also das ist der erste Sprung. Und wenn man den zweiten Sprung zum ersten dazu hält, kriegt man diesen Wert hier. Und wenn man die weiter addiert, kriegt man diesen Wert. Nicht so sind ja auch die Verteilungsfunktionen definiert, dass man einfach diese Werte hier addiert. Und die Dichte, das sind einfach die Sprunghöhen jeweils, die da auftreten. Und dann kriegen Sie eben sowas wie eine diskrete Dichte, das entspricht der Dichte, die wir hatten im kontinuierlichen Fall. Bloß kann man sie nicht mehr als Ableitung definieren. Man nennt es auch Histogramm. Histogramm ist einfach das Auftragen der Häufigkeiten über einen bestimmten Wert. Nicht ganz typisch Messprotokoll. Wenn Sie also eine Messung haben, die vielleicht hier liegt, dann ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass die Messung daneben liegt und hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Messung noch weiter daneben liegt und genauso auf der anderen Seite auch, wie bei dem Gaußschen Fall, den wir eben erzählt haben. Oh. Und das ist dann sozusagen diese diskrete Dichte, das Histogramm. Das kann man natürlich, wenn man die Verteilungsfunktion hat, direkt ablesen. Normalerweise hat man bei diesen Experimenten erst das Histogramm, nicht das Histogramm. Das ist das, was man misst. Und aus dem Histogramm kann man dann, aus der Dichte,
kann man dann über eine Summierung die entsprechende Verteilungsfunktion ausrechnen. Hier, das sieht ein bisschen wild aus, das ist der typische Fall, das Bernoulli-Experiment. Man hat also zwei Möglichkeiten, Kopf oder Zahl, und Sie werfen dieses Ding n-mal und die Wahrscheinlichkeit für Kopf sei p, die Wahrscheinlichkeit für Zahl sei 1 minus p. Und jetzt gucken Sie an, bei einem solchen Experiment, Sie machen also n-Würfe, und jetzt fragen Sie nach, wie oft dreht Kopf auf bei diesem n-fachen Wurf. Das können Sie öfter versuchen, und dann werden Sie feststellen, je nachdem, wie groß die Anzahl der Kopfwürfe ist, das können Sie dann hier ausrechnen. Also ich sollte vielleicht hier anfangen. Wir betrachten erstmal die sogenannte Dichte, die Wahrscheinlichkeits-, das Histogramm, was dazugehört. Wenn man sagt, ich möchte wissen, wie oft tritt bei diesem Experiment, ich möchte die Wahrscheinlichkeit wissen, wenn man meinetwegen bei einem Experiment von n, wenn man x mal Kopf auszählt. Nicht? Sie können ja einfach nachrechnen oder Sie können das Experiment durchführen. Bei einem Wurf, wo Sie 10 oder 100 Mal die Münze werfen, dann fragen Sie nach, wenn Sie die Frage stellen, in diesem 100er Wurf, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 20 Mal der Kopf auftritt, also x gleich 20 oder x gleich 30 oder x gleich 50, dann kriegen Sie eben hier die entsprechende Wahrscheinlichkeit. Das wird einfach so ausgerechnet. Dieses n über x, das ist der Binomialkoeffizient, den Sie kennen aus der binomischen Formel. Und dann wird also sozusagen die Wahrscheinlichkeit, weil die Experimente jeweils hintereinander geführt werden, da müsste ein x rein, da ist ein Schreibfehler. Dass man also x, p hoch x ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf auftritt, und die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl auftritt, ist dann eben die umgekehrte Wahrscheinlichkeit. Also hier müsste n minus x stehen. Und das ergibt dann das Histogramm, also die Wahrscheinlichkeit, dass eben 20 Mal Kopf auftritt. Und wenn man das aufaddiert hier, also alle Wahrscheinlichkeiten, wo k kleiner als x ist, dann bekommt man die entsprechende Verteilungsfunktion. Also wenn man das hier liest, die Verteilungsfunktion hier ist das Analogon zum Integral, nämlich die Summe der entsprechenden Dichtewerte. Also das ist die entsprechende Formel, die wir vorhin hatten als Formel. Wenn man die Dichtefunktion hat, in diesem Fall eben dieses Histogramm, dann ergibt sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung aus der Summe. Okay. Und da unten steht es ja auch nochmal, die Wahrscheinlichkeitsverteilung ergibt sich aus der Summe der Dichtefunktion. Mal kurz noch abschalten. Frosch im Hals. Kurz mal. Dachte, ich hätte noch